Servus Leute, willkommen zu meinem Lesemonat März. Ja, im März mit der Leipziger Buchmesse, da fällt immer irgendwie ein Lesewochenende ziemlich flach, denn obwohl Leipziger Buchmesse und Bücher dort das Thema ist, wirklich zum Lesen kommst du da absolut nicht. Nichtsdestotrotz ist mein Lesemonat März eigentlich ganz cool ausgefallen. Ich habe 2 15-Punkte-Bücher, also höchste Punktzahl, diesen Monat gelesen. Und ein Buch, das ja ich auch fast in die Kategorie nehmen ja, sollte. Das zwar was ganz was anderes ist, aber was ich so normal lese. Aber ja, ihr werdet es gleich sehen. Falls ihr meine Rezension zu Laura Newmans This New World gesehen habt, will ich gar nicht mehr drüber sagen. 15 Punkte, volle Punktzahl. Bin Laura Newman Fan. Ich finde ihre Art zu schreiben einfach unglaublich toll und unglaublich fesselnd und fantasievoll. Sie erfindet sich immer wieder neu. Jeder, der Crossover-Geschichten mag, die genreübergreifend sind, der wird sich hier absolut wohlfühlen bei Laura Newman, denn hier ist kreuz und quer Science Fiction und Fantasy und eigentlich Jugendbuch. Ich kann es nur empfehlen, mir hat es unglaublich gefallen. Ich lese euch ganz kurz den Klappentext hier vor. Zoe ist im letzten Highschool-Jahr, als ihre Welt auf einmal Kopf steht. Menschen benehmen sich seltsam, unvorstellbare Dinge geschehen. Im Fernsehen und Internet ist von unerklärlichen Anomalien die Rede. Und spätestens als ihre Eltern plötzlich diese ganz erstaunlichen Dinge tun können, ist Zoe klar, diese Welt wird sich verändern. Ja, das ist der erste Teil eines wahnsinnig tollen Zweiteilers. Ich bin mir sicher, der nächste Teil wird bestimmt genauso gut. Ich bin unglaublich gespannt, die Story ist geil. Ja, mehr gibt es da jetzt gar nicht mehr so zu sagen. Falls ihr noch mehr Lobhudelei von mir sehen wollt, ich kann euch ja mal da oben, falls ich dran denke, meine Rezension verlinken von dem tollen Buch. Das zweite 15-Punkte-Buch ist von Niki Pekiso. Und die Niki habe ich jetzt endlich mal persönlich kennenlernen dürfen. Hallo Niki, falls du zuschaust. Dein Buch ist der absolute Knaller. Der dritte Teil und wie gesagt, ich habe es auch rezensiert, falls ihr interessiert seid, schaut die Rezension. Es ist der dritte Teil, deswegen will ich jetzt gar nicht mehr sagen. Wenn es euch interessiert, schaut einfach die Rezension an. Es ist ein Fantasy-Abenteuer, in dem von Magiern und Hexen und Drachen, Riesen, Einhörner, alles drin vorkommt, was das Herz begehrt. Und es ist absolut geil geschrieben. Die Niki, die hat es echt drauf. Es sind immer so an die 200 Seiten stark, die Bücher. Und ihr werdet es verschlingen, wie ich das verschlungen habe. Wie gesagt, das ist der dritte Teil, die Gabe. Toll, und ich freue mich drauf, wie es und bin sehr gespannt drauf, wie es weitergehen wird. fällt mir gerade so auf,
Bisher kenne ich alle beiden Autoren persönlich. Laura und Niki habe ich jetzt bei der Leipziger Buchmesse kennenlernen dürfen. Und den Phil, den kenne ich jetzt auch schon seit einigen Jahren. Ja, wir sind uns immer wieder mal über den Weg gelaufen. Und deswegen hebe ich das jetzt einfach mal hier rein. Das ist das Buch von Philipp Beetz. Ja, anderen vielleicht auch bekannt als Mr. Trashbag. Und der Phil hat ein Buch namens What's Up rausgebracht. Tipps und Tricks für deinen Channel. Im Prinzip ist es ein wirklich tolles Buch, das man sich reinziehen kann, wenn man mal bei YouTube so hinter die Kulissen blicken will, beziehungsweise einen eigenen YouTube-Kanal starten möchte. Da steht alles drin, was man beachten muss, über was du für ein Equipment brauchst. Ein Intro hat er auch, also mal kurze Vorstellung, um was es hier drin geht, ist das im Prinzip. Dann haben wir YouTube Basics. Was brauchst du, um überhaupt mal mit YouTube loslegen zu können? Ja, und dann stellt er mal ein paar Sachen vor, YouTuber, die man gesehen haben muss. Oder Formatentwicklung, wie du dein eigenes Format entwickelst, wie du auf Ideen kommst. Dann Kamera, Ton, Licht und Co. Da geht es darum, was brauche ich überhaupt für ein Equipment, um hier filmen zu können? Ich meine, ihr seht es hier nicht, ihr seht jetzt hier nur mich. Vor mir ist ein Stativ, auf dem Stativ ist meine Kamera. Auf der Kamera oben drauf ist ein Mikrofon, das hier meine Stimme aufnimmt. Dann haben wir hier und hier Softboxen, ja, Beleuchtung, denn ohne die Lampen, ich kann das kurz mal demonstrieren, ich mache mal ganz kurz hier eine aus, ist es ruckzuck ziemlich dunkel. Also, ne, du brauchst hier zum Filmen einiges an Equipment, dann brauchst du Schneidprogramme und so weiter und so fort. Und das wird hier in der Rubrik erklärt. Oder eben die richtigen Locations finden, wenn du draußen unterwegs bist und, ne. Neues lernen, Erfahrungen sammeln und teilen. Wie mache ich das? Wie vernetze ich mich? Wie präsentiere ich mich selbst? Und so weiter. Alles über Netzwerke und Alternativen. Also das ist so ein absoluter rundum Sorglos-Paket, was der Phil hier so zusammengestellt hat. Und ich meine, Philipp Beetz, seines Zeichens YouTuber, Vollzeit-YouTuber, ich meine, das ist dann sein Job, der kennt sich hier echt gut aus. Und hat ein echt, echt tolles Werk geschrieben. Ist auch, Phil, ehrlich, überraschend gut geschrieben. Also entweder kannst du, ich meine, das ist jetzt kein Roman oder so, und aber so das Erklären und so, das hast du schon drauf. Also da muss man schon sagen, das ist, glaube ich, auch Schule durch WhatsApp, durch das Freisprechen vor der Kamera. Da weißt du schon, wie du das ausformulierst, und du hast es halt aufgeschrieben. Ne? Dementsprechend ist es einfach gut. Kann ich nicht mehr sagen. Ist wirklich toll für jemanden, der ich für meinen Teil hätte es vor ein paar Jahren gerne gelesen. Ist echt was Cooles. Gibt's für 9,95 vom Löwe Verlag. Ja, das habe ich, ihr seht meine Anmerkungen, ich habe sogar ich bezeichne uns mal, das ist hier die Creative Forge in München bei der Bavaria Film,
beziehungsweise eine Seite vorher ist das Kaffee-Netzwerk mit Tube Munich drin dabei, bei dem ich selber auch immer zugange bin. Das hat mich auch fasziniert, dass, denn das ist so ein Zusammenschluss von, so ein, ja, von den Münchnern und YouTubern und Umland eben, und ich bin halt Umland in Bayern. Ja, von dem her sind wir da recht gut vernetzt, und da ist auch die Creative Forge drin dabei und erklärt, was das ist. Da kannst du nämlich das Equipment von der Bavaria Film ja, für, glaube ich, ziemlich umsonst ausleihen und benutzen, wenn du möchtest. Ja, coole Filmförderung. Aber wenn ihr mehr wissen wollt über das Ganze, dann besorgt euch das Buch für 9,95. Der Phil wird sich bestimmt freuen. Ja, dann kommen wir zu viertens. Und das ist eigentlich echt ein Buch, das mir wirklich am Herzen liegt. Ich kenne die Lisa Sophie jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Wir haben uns damals in Berlin kennengelernt. Vom Reichstag auf dem Platz der Republik. Ja, schon eine Zeit lang her. Ja, Lisa Sophie, It's Coleslaw ist ihr für, ja, Kanal. Ja, ist ihr Kanal auf YouTube. Ihr kennt sie vielleicht. Ja, das Buch heißt Wie ich aufhörte, perfekt sein zu wollen. Und ich habe die Lisa Sophie auch auf der Leipziger Buchmesse mal wieder getroffen. Ich habe mich sehr gefreut. Ja, ein Leitfaden zum Umgang mit peinlichen Situationen aller Art. Socially awkward. Ja. Ja, in dem Buch, ach, ich lese euch das ganz kurz mal hier vor. Lisa Sophie ist die große Schwester, die du dir immer gewünscht hast. Erwachsen werden ist eine der schwierigsten Erfahrungen, die wir überleben müssen. Manchmal tut es gut zu wissen, dass es jemanden gibt, der das alles schon durchgemacht hat und dir versichert, du schaffst das schon. Lisa Sophie ist, gefühlt natürlich, schon jetzt in jedes Fettnäpfchen getreten und hat die peinlichsten Situationen erlebt. Obwohl im Leben nicht immer alles glatt läuft, zeigt sie dir, dass am Ende doch alles gut wird. Ja, manche bezeichnen sie mittlerweile als die große Schwester aus dem Internet, und jeder, der ja, It's Cold Slaws, der Lisa ihren Kanal kennt, der kann sich schon ungefähr vorstellen, was in dem Buch vorkommt, aber vielleicht auch nicht. Sie erzählt im Prinzip aus ihrem Leben, aus ihrer Kindheit, ja, von ihrem eigenen Erwachsenenleben und in welches noch so lustige Fettnäpfchen sie da getreten ist, und welche extremen Situationen sie überlebt hat. Ja, unter anderem einen glücklicherweise misslungenen Selbstmordversuch. Und ja, da musst du schon ein paar Mal schlucken, auch. Aber im Großen und Ganzen erzählt sie das wirklich faszinierend und immer mit dem, ja, mit so einem Zwinkern und sehr viel Selbstironie. Deswegen ist es ein echt tolles Buch, wie ich finde. Und ich hab's zu ihr gesagt in Leipzig auf der Messe, und überraschend gut geschrieben. Ich war wirklich überrascht, wie toll das Buch geschrieben ist. Es ließ sich unheimlich leicht. Die einzelnen Kapitel sind nochmal in so kleine Geschichtchen unterteilt, was es unheimlich schön macht zu lesen. Also man kann
kann das toll lesen, immer mal wieder kurz, eben so ein kleines Kapitel oder dann eben das ganze Kapitel, das längere durchlesen, was ich irgendwie total toll finde, weil das ist so was, wenn du mal ganz kurz was lesen willst oder weiterlesen willst, kannst da kurz reinschauen und kannst aber trotzdem parallel dazu noch deinen Roman lesen. Also ich tue mir da immer hart, wenn ich zwei Bücher parallel lesen soll. Das funktioniert mit dem Buch tadellos, ohne Probleme. Ich fand's wirklich toll und ich würde es ehrlich gesagt allen Jugendlichen empfehlen, die gerade beim Erwachsenwerden sind und so teenagermäßig und in ihrer Selbstfindungsphase sind, oder auch Eltern kann ich es empfehlen, die mal wissen wollen und zurückblicken wollen, ja, wie es so ist, als Kind heutzutage erwachsen zu werden. Ich fand's cool. Also Lisa, Props an dich. Toll geschrieben. Ja, das war mein Lesemonat März. Sind auch Neuzugänge natürlich dabei. Eigentlich alle. Aber im März, da gibt es noch einiges an mehr Neuzugängen, aber da sind ja auch die Neuzugänge von der Leipziger Buchmesse dabei und deswegen kommt es diesmal wieder mal in einem Extra-Video. In diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao.